Ja, hallo erstmal. Beim letzten Mal habe ich euch ja schon nur durch die Blume mitgeteilt, dass ich eine neue Landschaft starten musste. Und ja, ich war dann ja auch schon fleißig unterwegs. Die ersten ja, die ersten Sachen gefunden, beziehungsweise bin gerade dabei, die zu finden, weil ich ja noch unterwegs bin. Ja, Inventar ist voll, also muss ich mal zusehen, dass wir nach Hause kommen. Jetzt hier muss ich mich erstmal orientieren. So. Also, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, in der Spieleinstellung habe ich jetzt diesmal, also fürs Let's Play, anders als bei Vintage Story für Anfänger, eine andere Hungerrate drin. Und ich muss sagen, diese veränderte Hungerrate ist natürlich echt, ja, ein bisschen herausfordernder, was die Nahrungsbeschaffung angeht. Also es ist jetzt kein Drama, aber es ist schon anders, ne? Ich muss also viel, viel mehr darauf achten, dass ich Nahrung am Start habe. Und ich mache mir jetzt ehrlich gesagt schon ein paar Gedanken, wie das wird, wenn der Winter kommt. Also ich muss wirklich tatsächlich drauf achten. Hier habe ich jetzt Torf, dass ich Getreide irgendwie an den Start kriege. Getreide und dann Mehl mache. Weil das tatsächlich so ist, dass ich für den Winter echt eine Menge Brot brauchen werde, wie das momentan aussieht. Ja. Also da werde ich mir tatsächlich echt noch was einfallen lassen müssen, beziehungsweise ich werde mich echt jetzt bei Zeiten auf die Suche machen müssen nach geeigneten Dingen dafür. So ein bisschen Getreide habe ich bei mir in der Umgebung ja schon entdeckt, aber ich glaube, das wird nicht gerade weit reichen. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ich kenne mich doch. Wenn ich erstmal wieder in der Höhle verschwinde, dann finde ich auch wieder Plünder. Oh, hier ist Kupfer, das ist gut. Ja, dann finde ich wieder Klamotten. Und schwuppdiwupps. Stehe ich wieder vor der Entscheidung, was schmeiße ich aus dem Inventar raus? Und ehrlich gesagt ist da jetzt aktuell nichts drin, was ich rausschmeißen könnte oder möchte. So, sagen wir es so. Ja, das war klar. Schamott. Den muss ich mitnehmen. Da komme ich nicht drum rum. Ja, jetzt kann es eigentlich nur eins passieren, dass ich so viel abbaue oder so lange abbaue, bis meine Hungerrate runtergegangen ist und ich ja eine Position freikriege, einen Stack freikriege, indem ich, ach du Heim, da hinten sehe ich auch schon wieder Getreide.
Ach, es ist aber auch eine Krux mit dem Zeug hier. Mensch. Nehmen wir erstmal das hier. Schmeiß mal das weg, also die Erde und... Also den Schamott, den brauche ich tatsächlich echt. Das ist mal leider Fakt. Weil ohne Schamott kein Brennofen. Und Brennofen ist mit so ziemlich einer der wichtigsten Dinge für mich in dem Spiel, wie das Lagerfeuer und die Holzkohle. Ja, wunderbar. Was davon kann ich denn noch? Nö, da ist nichts mehr. Also. Ist aber auch egal. So. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Dass ich da jetzt einen Tucken mehr abgebaut habe, als ich mitnehmen kann. Ist halt so. Hier ist noch Getreide. Ja. Lassen wir die Stöcke mal hier. Yes! Schwarze Erde. Ich habe eben noch so für mich hingedacht, na, das Getreide ist eine Sache, aber wo pflanze ich es an? Dass das auch schön schnell wächst und gut wächst. Ich wollte es erst gar nicht ausgesprochen haben. Ich hatte jetzt zwei Blöcke schwarze Erde ja schon gefunden. Wer eben aufgepasst hat, hat es im Inventar gesehen. Aber zwei Blöcke ist natürlich nichts. Ne, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da komme ich hier jetzt um die Ecke. Und zack, finde ich genau das, was ich suche. Irre. Ja, so liebe ich es. Also so habe ich es echt gerne. Ja, wenn das Spiel genau weiß, was ich brauche und es mich zufällig finden lässt. Also zufällig sofort. Natürlich. Nein, Spaß beiseite. Das war jetzt wirklich ein guter Zufall. Aber... kann man natürlich nicht immer drauf bauen, ne? Dass man genau das findet, was man gerade, was einem durch den Kopf schießt. Was aber auch eklig ist, ist die Tatsache, dass ich ja echt gerne durch die Gegend renne. Das mache ich echt gerne. In Höhlen rein und, so, ne? Dies und das. Und dann ständig das Inventar voll habe. Und eigentlich mir nie die Zeit nehme, so richtig die Sachen zu weiterzuverwerten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, ich schaffe Rohstoffe an, wie ein großer, die ich dann aber nur in Kisten lager, wie ein Sammelfredi. Was natürlich eigentlich auch nicht Sinn der Sache ist, wo laufe ich denn eigentlich hin? Eigentlich besoffen? Ich muss doch nach Hause. Ich muss doch endlich mal wieder mein Inventar loswerden. Vor allen Dingen das olle Fleisch, was ich im Gepäck habe.
Das hält ja auch nicht ewig. Bevor mir das wieder vergammelt, will ich es mal lieber ins Feuer schmeißen. Kochen kann ich noch nicht. Hab noch nicht alles zusammen. Also von daher geht erstmal nur Fleisch zu Fleisch machen. Obwohl, schnell einen Topf gemacht, ist eigentlich auch nicht so ein Hexenwerk, ne? Also irgendwie laufe ich und laufe ich, komme noch nicht auf den Punkt. Ja. Zurücklaufen ist nicht so besonders spannend. Aber Kleinigkeit am Rande. Ich hatte, als ich mir Gedanken gemacht habe zum Let's Play, ob ich wirklich alles 1:1 aufnehme oder ob ich zwischendurch mal einen Zeitraffer benutze oder ähnliches. Oder wenn ich an irgendwelchen Punkten bin, wo klar ist, dass es nicht so... Ja! Das wollte ich vermeiden. Schiete. Ich hatte mir tatsächlich Gedanken dazu gemacht, wie löse ich das Problem. Nehme ich jetzt echt alles auf? Laufe da mit Gefahr, euch zu Tode zu langweilen? Oder ähnliches. Und... ja, also ich bin für mich erstmal gedanklich zu dem Entschluss gekommen. Bist du tot? Ja, du bist tot. Ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, kein Zeitraffer, sondern ich werde 1:1 aufnehmen. Ich laufe damit Gefahr, das ist mir bewusst, dass ich damit etwas Langeweile erzeugen könnte. Ich sage bewusst könnte. Dann ist das so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Dann ist sind halt mal ein paar Minuten, die vielleicht Stille herrschen oder die, wo ich ein bisschen konzentrierter sein muss und nicht allzu viel dabei quatschen kann. Aber andersrum habe ich auch festgestellt, es ist ganz häufig so, man flitzt durch die Gegend und hat plötzlich, findet plötzlich irgendwas. Ganz urplötzlich. Zack, steht man davor und ja. Und ich habe oder möchte eigentlich nicht, dass solche Momente dadurch dann verloren gehen. Ja, dann außerdem ist es ein Let's Play. Also, ganz ehrlich, ich spiele oder wir spielen. Also ich spiele oder ich bediene und ihr guckt zu. Wenn ihr... Das würde in jedem Fall genauso abgehen, wenn das nicht aufgenommen werden würde. Sagen wir es mal so. Und deswegen denke ich mal, ist eigentlich okay. So. Jetzt bin ich an einem Ort, also hier war ich echt noch nie. Scheiß Wolf, da muss ich aufpassen. Dem kann ich noch nicht so ganz einfach über den Weg laufen. Der macht mich alle. Ja, also das, wie gesagt, ist der, Gedanke dahinter, dass ich dann euch tatsächlich gesagt habe, okay, komm.
Wir nehmen es auf, alles so, wie es ist. Und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Also ganz so schlimm finde ich es jetzt eigentlich auch nicht, weil wenn es dann mal ein bisschen unspektakulär ist, kann man ja auch ein bisschen vor sich hin philosophieren oder ähnliches. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Oh oh. Wo ein Babywolf ist, ist auch eine Wolfsmama. Erstmal weg hier. Ja, der lange Weg nach Hause. Aber, ja, Schmerzen. Da komme ich nicht raus.